Okay, die Katze ist aus dem Sack. Wir bekommen ein neues Destiny-Game und die Alpha dazu startet bereits Anfang November. Gestern wurden zu diesem Game einmal ein Trailer sowie einen Entwicklereinblick veröffentlicht. Und von mir bekommt ihr jetzt alle Infos, die es rund um Destiny Rising bekannt sind. Und ja, so heißt das neue Game. Für alle, die den Trailer bereits gesehen haben, die können diesen auch gerne skippen. Ich habe hier eine entsprechende Markierung gesetzt. Und jetzt Trailer ab. Okay, Trailer, gar nicht mal so schlecht. Fangen wir jetzt aber mit den Infos an und hier zuallererst, Destiny Rising ist kein Destiny 3. Es wird nicht für PC oder die Konsolen erscheinen. Was ist es dann? Nun, Destiny Rising ist ein Mobile Game, das im Destiny-Universum spielt, aber lange vor der Geschichte von Destiny und Destiny 2. Die Story spielt anscheinend in einem alternativen Universum mit seiner eigenen Timeline und so wie ich das verstanden hatte, ist das Ganze ungefähr in der dunklen Zeit angesetzt oder im dunklen Zeitalter. Also bevor es den Turm und die Klassen Jäger, Warlock oder Titan gab. Also so storytechnisch eigentlich ganz nett und etwas komplett Neues, was wir hier bekommen werden. Entwickelt wird das Ganze von NetEase, vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass Bungie ja mit NetEase eine Partnerschaft eingegangen ist. Bungie, wie gesagt, ist hier nicht der Entwickler, sondern ist größtenteils nur Lizenzgeber und beaufsichtigt so das ein oder andere, damit es hier in die richtige Richtung geht, wahrscheinlich auch einfach Lore-wise, also oder ich weiß es nicht, was sie da genau beaufsichtigen, aber einfach, dass es nicht komplett aus dem Ruder läuft, wahrscheinlich. Aus dem Trailer haben wir schon gesehen, dass wir es auch in Destiny Rising mit den uns gut bekannten Gegnern, Vex, Besessene, Gefallene und so weiter zu tun bekommen. Und vielleicht habt ihr auch neidisch im Trailer gesehen, dass wir hier neue Fähigkeiten bekommen. Zum Beispiel hier einen leeren Warlock, der eine Sense schwingt und das sieht richtig, richtig gut aus. Oder ein Skill, oder ist es eine Super, mit der wir einen riesigen Granatwerfer beschwören und damit die Gegner angreifen. Auch das scheint leere zu sein vom Element her. Dann haben wir eine neue Solar-Super gesehen. Also schon einiges Neues ist hier dabei. Und laut den Infos wird es so sein, dass wir in Destiny Rising nur zwei Waffen haben. Also nicht mehr drei, sondern nur einen Primary und einen Heavy. Und wir haben auch, glaube ich, nur zwei Skills zur Auswahl. Aber die können wir auch beliebig wechseln. Da gibt es wohl viele verschiedene oder so. Wie genau, das weiß man noch nicht. Hat man auch tatsächlich jetzt nichts dazu im Trailer gesehen. Grundsätzlich haben wir auf jeden Fall die Elemente Leere, Arcus und Solar,
aber wir haben in Destiny Rising keine Klassen mehr. Statt der Klassen haben wir hier verschiedene Helden. Es wird so ein bisschen ein Hero-Shooter, die alle so eine eigene Geschichte mitbringen und einen eigenen Playstyle. Destiny Rising knüpft an vieles an, das wir aus Destiny 1 und 2 kennen, aber es schafft auch neue Inhalte. Ich bin zum Beispiel gespannt, generell, wie sich jetzt auf dem Handy, und das soll es wohl geben, 6 Spieler-Strikes spielen werden. Oder wie das Feeling fürs PvP sein soll, denn auch PvP wird es in diesem Game geben. Geister wird es geben, genauso wie wir sind Lichtträger, also den Reisenden gibt es wohl schon. Interessant ist, dass wir in einer Zeit spielen, wo jetzt die Warlords, die Kriegsherren aktiv waren, aber es auch die Eisernen Lords gaben. Und ich muss sagen, das hat mir Lore-wise in Destiny immer sehr, sehr gut gefallen. Deswegen bin ich da schon gespannt, in welche Welt wir da reingeworfen werden. Es ist neben den Bekannten aber auch jetzt die Rede von neuen PvE-Game-Modes und sogar neuen Waffen-Archetypen, wie jetzt zum Beispiel einer Armbrust. Und es wird auch eine neue Seltenheitsstufe geben. Mythic heißt die. Das ist etwas, was ich mir schon lange für Destiny 2 erhoffe, dass wir hier einfach etwas Besonderes wieder bekommen. Denn sind wir mal alle ehrlich, Exos sind einfach nicht mehr so aufregend, wie es das einmal war. Also sie sind mächtig, ja, aber irgendwie, da fehlt so dieser Wow-Effekt. Und wenn es hier eine neue Seltenheitsstufe gibt, vielleicht kriegt die das dann wieder hin, diesen Wow-Effekt oder dieses Glücksgefühl auszulösen, wenn man die entsprechende Waffe oder Rüstung dann bekommt. Die Aufnahmen hier sind Pre-Alpha und im November soll hier die erste Alpha für Nordamerika und Kanada erscheinen, für die man sich anmelden kann. Wir sehen also, es wird langsam ernst, aber auf der anderen Seite ist es auch noch schon ein Stückchen weg. Was halte ich jetzt von dem Ganzen? Nun, grundsätzlich sieht es viel besser aus als gedacht und einige der Sachen, die sie gezeigt haben, finde ich mega nice. Aber erstens bin ich niemand, der gerne am Handy spielt. Mich hat hier einfach noch nie ein Spiel länger als 10 Stunden halten können. Und zum anderen, vielleicht habt ihr selber schon dann gedacht, naja, es wird von NetEase entwickelt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Diablo Immortal Debakel, das insbesondere zu Beginn extrem krass Pay-to-Win war. Ja, Diablo Immortal ist ein gutes Spiel, so vom Kern her, und hat viele coole Sachen, die man sich auch für Diablo 4 oder ähnliches wünschen würde. Aber es war halt extrem Pay-to-Win und die Gefahr besteht auch hier, dass sie das extrem monetarisieren werden. Insbesondere, weil wir hier diese verschiedenen Helden haben. Vielleicht muss man die kaufen oder kann man die kaufen. Wie auch immer. Vielleicht wird es aber auch nur Cosmetic sein. Wir müssen uns überraschen lassen. Dazu wissen wir tatsächlich noch nichts. Ich werde es mir bestimmt anschauen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das alles sehe, dann denke ich umso mehr daran, warum macht Bungie nicht ein richtiges, neues Destiny? Von mir aus wirklich in einer alternativen Zeitlinie, weg von Ikora, dem Turm und so weiter, oder einfach in der Vergangenheit oder weiter in die Zukunft das Ganze bringen. Ich denke, so geht es nicht nur mir und dass viele von uns sich ein richtiges, ein neues Destiny-Spiel wünschen, einfach weil, ja, in Destiny 2 ist ein bisschen so die Luft raus, die Magie raus. Und vielleicht, oder vielleicht hoffen wir das auch nur, dass das Ganze durch ein neues Destiny-Spiel wieder belebt werden würde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Lasst mir gern eure Gedanken zu Destiny Rising da. Und mich würde auch interessieren, wie steht ihr denn generell zu Mobile Games? Ist das was für euch? Spielt ihr die? Und schaut, werdet ihr euch Destiny Rising anschauen? Oder ist das Ganze für euch ein No-Go? Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder ein Abo freuen. Wäre ein mega Support für mich und ihr verpasst keine weiteren Videos zu Destiny, Destiny Rising oder generell eben zu MMOs, wo ich ja ganz viel gerade unterwegs bin. Bis zum nächsten Mal, euer Ilias. Ciao.